Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Jo, wir machen mal wieder hier weiter. Hoffentlich mal wieder an dem, was wir eigentlich vorhatten. Das da wäre endlich eine, ja, diese Legierung da zu erstellen, dieses Bronze. So, da haben wir uns ja schlecht das Rezept angeguckt, ne? Kupferbarren fehlen uns noch. So, was brauchen wir sonst? Sonst brauchen wir nichts mehr. Okay. Gut, die Sache ist auch die, wenn wir das haben hier. Das wird in einer Gießereianlage zu Bronzeplatten verarbeitet. Okay, da gibt es keinen Strangguss, gar nichts. Schade. Naja. Gut, weg mit dir. Ja, dann lass uns mal noch das Kupfer irgendwo herholen. Irgendwo habe ich doch schon begonnen, da ein Kupferband herzubringen. Da unten. Das müsste eigentlich gut so sein, aber wir müssen jetzt hier durch. Das gefällt mir absolut nicht, wie ich jetzt hier wieder durch muss. Naja, gut. Ran ans Werk. Wir nehmen dazu Underground Bells. Nicht um das Zeug zu verstecken, aber um halt da, da sieht es halt ein bisschen bequemer aus hier. So. Ich würde gern da unten drüber oder. Nee, da machen wir es nicht. Wir machen es hier. Wir gehen hier rüber. Ist alles nicht der Stein der Weisen hier, ich weiß. Aber naja. Aber hier können wir es noch am ersten tun. Warte mal. Ne, hier machen wir kürzer. Genau, damit wir nämlich hier genau den Platz ausnutzen können. Ja, da wäre normalerweise dann Strommast. Oh, und da langt es natürlich wieder nicht ums Verrecken nicht. Warte, Moment. Warte mal. Da ist ja zwangsläufig ein Strommast mehr. Doch, ist eigentlich schon, aber da können wir nämlich hier nichts mehr bauen, ne? Warte mal, wir machen es anders da. So, egal. Warte mal. Ja, aber das bringt auch nichts. Ein könnte man noch bescheißen, aber das bringt uns nichts mehr. So. Kommen wir denn da noch gerade zu einem Kupferband durch? Kommen wir nicht. Wir kommen genau drauf. Das soll es natürlich auch nicht sein. So, ja, wir können ja damit ein bisschen hochfahren dann. Ist ja kein Problem. So. Wir lassen das Kupfer hier fließen. Wollen wir das vielleicht so circa gleichmäßig machen. So, dass wir auf die Verlängerung hier, ja. Dann brauchen wir noch mal so einen Hochofen. Nee, finde ich hier drin. Hochofen MK2. Was ist denn das hier? Chemischer Ofen? Nee, Hochofen. Erzfahrwerksanlage. Okay. Habe ich noch nie gebaut, die Erzverarbeitungsanlage. Die macht dann nur diese komischen Dinger da, diese Formen da, diese Backformen, sage ich immer dazu. Ich stehe da mitten im Weg, genau. Das gute Teil braucht ein bisschen Köhlchen.
Das Köhlchen können wir hier oben runter knopfen hier. Das ist ja kein Problem hier. So. Ein Arm des Robos. Dann sollten wir, wie viel habe ich denn da gemacht? Ja gut, da habe ich 4 Stück auf jeden Fall. Machen wir 1, 2, 3, 4. Ausladen. Ausladen habe ich noch gar nicht festgelegt. Okay. Erstmal rein und dann schauen wir weiter sozusagen. Hier Ström. Theoretisch würde hier ein Strommer stehen. So. Ja, dann passt ja eigentlich doch, oder? Ja, dann passt eigentlich doch. Nur hier hätte das sowieso ein Problem. Ja, wir haben doch eigentlich alles richtig gemacht. Gut, außer hier. Ja, gut, nee, da. Da funktioniert es nicht, aber das muss jetzt auch nicht. So. Da lassen wir das jetzt mal das oberirdische Band noch hier den Rest laufen. So. Kupfermarsch. So, ja, da können wir jetzt wieder reinmachen, ne? Aber das möchte ich jetzt vermeiden. So, gehen mir gerade die Fließbänder aus. Ja, das sieht sehr schwer danach aus. Dann brauche ich da auch nicht mehr großartig welche zu bauen. Also gut, ich kann mal noch andeutungsweise, was ich vorhab, ne? So, blapp. Das war's. Der bräuchte dann zum Beispiel hier. Und das war's schon. So, ja. Und das Holz. Das Holz. Das Holz, das Holz, das Holz. Das macht mir Sorgen. Ja, wir brauchen dann nochmal so ein Holzhaus. Oh Mann, Leute. Ey. Das ist jetzt aber wirklich... Wir müssen noch eine Fabrik reinschachteln. Aber ich weiß nicht, wie es dann funktionieren soll. Wie ich dann das... Ich verstehe es nicht. Man könnte dann nochmal... eine reinbauen, dann hat es wieder Ausgänge innen drin und nee, das übersteigt meinen Horizont, das lassen wir mal lieber sein. So, lass uns Fließbänder holen. Ja, komm, noch ein Stack, das müsste wieder reichen. Reichen für die Reichen. Heute habe ich mir wirklich vor, die Folge kürzer zu halten, weil ja, ich bin so ein bisschen in der Bredouille, dass ich eh nicht so viel schaffe momentan hier mit Folgen aufnehmen. Ja, mal schauen, ob ich das wieder schaffe oder ob ich das nicht schaffe hier. Aber ich schaffe es wahrscheinlich eh wieder mal eher nicht mehr, dass ich da wieder überziehe. Also ihr kennt mich doch jetzt mittlerweile viel zu gut. So, das machen wir mir ein bisschen lalalala nach außen. Da machen wir auch noch ein bisschen lalalala. Ich weiß nicht, wie viel passen da, wie viel sind das? 6 Felder, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ne, 5, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das machen wir auch 5 da, das müssen wir mal weiter hier. Bis hier hin. So. Hat er jetzt schon produziert? Ah ne, ich muss erst mal sagen, was er machen soll. Oh Mann. Warum muss man euch einmal alles sagen hier? Hä? Du kriegst doch eine Ware, da kann man doch entscheiden. Ach, mit vorverarbeitetem Kupfer würde er mit Sauerstoff auch was machen können. Für unsere Kupferbahn. Aber ja, wir müssen erst mal gucken. Ich glaube, das rechnet sich einfach nicht. Das ist 1 zu 1, aber bloß halt noch Arbeitsschritte dazwischen. Das wollen wir nicht, wir machen es erstmal so. Ja, irgendwer wird mir jetzt dann wieder sagen, nee, das ist nicht, du hast schon irgendwelche Arbeitsschritte dann, die, halt, dann machen wir das nicht. So, ja, natürlich hat er keinen Saft hier, der Robby. Halt, das mache ich noch nicht hin. Ich mache erstmal hier Shift, nee, Steuerung E, nee, Quatsch. Nee, Shift E war es, genau. Mit Versatz bitte. Ich weiß gar nicht, ob die zwei reichen, um die Barren rauszulegen, alle. Das reicht auf jeden Fall, eigentlich würde ich mal sagen.
So, dieselbe Sache machen wir jetzt dann auch. Ich kopiere mir einmal den Stand hier. Dieselbe Sache machen wir jetzt hier auch. Und ebenso hier. So, einfügen, einfügen. Da wird es mit dem Strom ein bisschen blöd. Aber es geht. Wenn nicht, kommt der Strommast einfach erstmal hier hin. Weil da stört halt das Rohr. Beziehungsweise, warte mal. Machen wir so. Und hier kommt er wie gewöhnt hin. So. Jetzt haben wir die paar Elemente, die wir brauchen. So, warte mal. Irgendwas ist hier faul. Genau, das ist nicht weit genug. So, wir machen einfach mal, dass wir ein wenig Platz haben. Jetzt muss ich erst noch mal gucken. Momentometer. Wo waren das jetzt hier? Nee, Kupferbahn will ich doch gar nicht wissen. Wo es gebraucht, will ich auch nicht wissen. Das wollte ich wissen. Kupferzinnbarren. Nickel 6. Ja, es ist gerade so zu überlegen, wieder wegen, wo machen wir dann hier die meisten hin? Das sind Nickel, na, das kann, aber naja, eigentlich hätte ich die Nickel von sich aus hergehen lassen müssen. Aber das geht auch so. Wir haben ja die schnellen Greifer, die können wir so einstellen, damit die immer schnell sind. So, und das andere muss von oben ran an die Fabrik. Und was brauche ich da nochmal? Rezeptebüchle. Wie war das? Da brauchen wir so einen Induktionsofen, ne? Ja. Stopp, falsche Sache hier. Induktionsöfle, die sind hier drin. Gießereianlage. Ja. Und dann brauchen wir sowas hier, ne? Ich baue jetzt mal vorläufig eine, um zu schauen, wie das dann überhaupt wird. Wir machen mal noch einen hier ja, Platz frei. Platz ist immer gut. Das war natürlich gleich mal verkehrt. Oder wollen wir die einfach mal. Wir wollen die einfach mal. Ja, gut, dann habe ich jetzt aber einen Fehler gemacht. Einen Fehler. Ja, oder ich muss halt den hier runter, ne? Tja, gut, dann machen wir das. Das können wir nochmal ausbügeln. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist aber blöd. Nee, komm, wir machen den schon hier hin. So. Ja, ich weiß nämlich noch gar nicht, ob ich da eh noch weiterbauen müsste oder so. Und zur Not können wir immer noch einen Weg finden. Eigentlich schon, ne? Das ist blöd so. Oder wollen wir da doch lieber noch weiter rausgehen? Wie man, ja gut, da können wir, weil da kommt ja nicht gleich die Mauer. Das ist überhaupt kein Problem. Moment. Dann machen wir das einfach noch weiter. Einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil ich nicht weiß, wie viel wir da noch brauchen werden. Und außerdem wollte ich ja eh großzügiger bauen, ne? Ich wollte viel weitläufiger bauen. Und das will ich jetzt einmal versuchen, dass es geht hier. Eng ist meine Spezialität, aber so weitläufig, ne? Ist nicht immer so meins. So, das hat hier einen Anschluss. Der Anschluss, puh. Ja, das ist wieder die blöde Sache, ne? Das ist einfach immer die blöde Sache, wo der Anschluss hin soll. Mal den nach oben laufen lassen. Rein von der Sache her, ja, wir könnten da ja da unten drunter durch. Oder aber, ja, da, nee, da oben ist eigentlich, da kommt das wieder was. Wir machen den nach da unten weg. So.
Ja, das ist nicht immer so einfach, das Ganze zu planen, ne? Das sieht man hier. So, eigentlich bräuchte man jetzt Stapelgreifarme, haben wir leider nicht. So, piep, 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 piep. Wir machen mal drei hier unten. Ja, wobei der kommt hier hin. Wir machen einfach mal vier hier hin. Und da unten machen wir auch vier. Da darf keiner sein, leider. So, das ist aber schon wieder blöd, weil ja, Oder ich lasse hier eine Lücke, wenn ich dann so ein Ding baue. Lass das hier unten abfließen. Dann mache ich hier einfach so ein Rohr nach unten. Das können wir auch machen. Also das ist auch eine Option. Wir können ja auch immer zwei aneinander und also da Platz gelassen. Und dann das hier so nach unten abführen. Ne? Doch, das machen wir so, weil sonst haben wir nämlich hier zu wenig Arme. Das ist einfach dann nichts. So. Und zwar. Zwei von euch werden sich hier mit dem Band beschäftigen. Befassen wollte ich jetzt. Ups. Befassen wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ist aber das Gleiche. So. Ablageposition. Die machen wir weiter. Und die machen wir weiter. Damit der gleich schnell bleibt, der Roboter. Es gäbe da die langen Roboter, aber die verwende ich doch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. So. Da brauchen wir es nicht. Die können ganz normal greifen. So, dann kommt hier die Blöre rausgelaufen. Rausgelaufen. Gelaufen ist kein Wort. So. Okay. Das wird hier unten drunter durchgelegt. Und dann wird hier so ein Schnüffelteil, eine Gießereianlage gemacht. Casting ging, geht ja nicht. Oder Stranguss. Sinterofen. Da kann man irgendwas sindern. Ich kenne das nur von Werkzeugen her, so Sinterwerkzeuge. Naja, weiß nicht, was es genau ist, aber ja. So. Zack. Dann machen wir hier mal hier Ström, der braucht auch einen Ström. Alles braucht hier Ström. Blieb, 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 blieb. Das ist mal schwierig. Wir machen mal hier einen hin. So, und du wirst wahrscheinlich, ganz groß wahrscheinlich, nee, das nicht. Da hier. Rotgussplatte gibt es auch noch. Das ist dann Gunmetal. Okay, Rotguss ist es also. So, da gibt es zwei Programme. Das eine heißt Messingplatte, das eine heißt Bronzeplatte. Ist beides das gleiche oder eben nicht? Bronze ist eigentlich jetzt gleich wie Messing, oder? Boah, ja, jetzt hat das ist aber. Nicht, dass ich nachher die falschen Platten habe. Bronzeplatten. Ja, aber, Moment mal. Es gibt da auch in dem Buch kein zweites Rezept. Also Messing ist jedenfalls nicht das gleiche wie Bronze. Das will ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Wir brauchen auch Bronzeplatten, glaube ich. Zum Beispiel für. Ja, da können wir jetzt nicht gucken. Wo können wir denn. Nee, hier auch nicht. Das ist alles gerade schlecht. Komposter. Zum Beispiel hier für die hier, da brauchen wir. Nee, Messing, da braucht man Messing, guck. Bronze brauchen wir gar nicht eigentlich, oder? Warte mal, jetzt muss ich es da genau wissen. Filter. Bronze. Bronzerohr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt Bronzeplatte. Bronze, 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 Bronzeplatte. Wir können Wissenschaftspakete blau damit herstellen. Cool, wir kommen in der Forschung dann gleich mal weiter hier.
Und für die Belader brauchen wir Bronze. Jetzt gucke ich mal aber noch weiter. Messing. Was braucht da? Ach, die Reverse Factory. Hä? Factory 1? Ach, das ist wahrscheinlich die verbesserte Version von der alten, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht ganz genau. So, jetzt gucken wir noch mal Messing. M-E-S-S. So, Messingplatte. Messingzahnrad. Oh Mann. Messingrohr. Ablenkungsroboterwaffe. Ach, das sind zwei Paar Schuhe. Messing und Bronze hier. Jetzt habe ich's. Messingspitzhacken. Also muss ich beides produzieren. Es geht auch. Ich kann ja hier abzweigen und dann kann ich die eine in die eine Richtung machen Messing und die andere machen Bronze. Okay, dann machst du. Was machst du jetzt gerade momentan? Bronzeplatte. Gut, da brauchen wir nochmal gleich so ein Dings hier. Gießen. Zack. Dass wir gleich beides aufziehen hier, ne? Ja, wobei das eine halt nicht sehr glücklich wird, dass es nicht weiterkommt hier. Beziehungsweise, naja, wir müssen halt mal gucken, dass wir das dann hier so irgendwie hinkriegen schon noch. Dann machen wir das hier so. Ach komm, das muss jetzt einfach mal so eine Rohrleitung sein. Okay. Dann braucht die ganze Sache noch Ström. Den Ström, den lege ich jetzt mal hier einfach so. Ja, das Energiefeld sieht man immer so richtig. So. Ach, du hast auch noch kein Programm. Ja, du sollst das eine machen, wo du jetzt gerade machen kannst. Das sind drei Dingern hier. Das ist das hier. So. Bitte, geht doch. Also mal gucken, wie sich das hier anfühlt. Und wie der Materialverbrauch ist. Ja, da muss es natürlich die Rohre füllen. Jetzt ist er langsam voll, ja. So, bis wie viel macht der? Ah, bis 600 noch was. Gut, also da haben wir jetzt Bronze und da machen wir jetzt Messingplatten draus. Rotguss geht nicht. Molten Brass. Ah, nee, das geht gar nicht. Ach, geh schon, ey, das kann es nicht sein. Da, na klar, das ist eine andere Schmelzzusammensetzung. Na gut, dann eben nicht. Dann machst du eben auch die Bronzeplatten. So, haben wir schon geschwätzt. Ja, da muss ich mir das mal angucken. Das Brass-Rezept hier. Brass. Brass wird aus dem gleichen Ding gemacht. Nicht, dass das einfach nur wegen der Übersetzung hier hin und her falsch ist, ne? Ja. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das kann natürlich sein, dass wegen der Übersetzung das Ganze so ist. Ich hole mir da mal welche. So, jetzt, was kann ich jetzt bauen mit dem Bronze hier? Okay, ich kann Kupferrohre. Na gut, die konnte ich schon. Ah, nein! Ah, verdammt! Das wollte ich gar nicht. Ugh. Das war jetzt natürlich Blödsinn. Bronzerohr. Messingrohr. Ah ja, da ist der Unterschied. Da haben wir es gesehen. Aber es heißt Brass. Also die Übersetzung ist nicht Ahasenrein hier. Die ist noch überhaupt nicht gut. Und jetzt möchte ich das, was ich gerade hier verunstaltet habe, gleich wieder zurückwandeln. Dazu brauche ich meine Fabrik hier. So. Das muss nicht sein. Ich wollte das überhaupt nicht.
Aber da war schon passiert, so schnell geht es. Alles nochmal zurück hier. So. Das bedeutet, ich kann doch keine Zahnräder draus bauen, ne? So. Naja, gut. Aber die kann ich jetzt endlich hier, die schnellen Belader. Also gut, das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir das Ganze nochmal für Messing machen hier. Das ist ja auch kein Problem, wir können ja hier verlängern. Das ist überhaupt kein Thema, bloß wie lange gehen wir da? Also da möchte ich mindestens noch einmal so ein Ding hier haben. 1, 2, 3, 4, 5. So, die Frage ist jetzt, das legen wir einfach mal ein Band aus, oder? Oder tun wir es in ein Lagerhaus rein? Band ist schon gut, würde ich sagen. Wir können aber, wie gesagt, das auch dann rückwärts. Na, ich bin mir nicht sicher, weil das läuft dann in die Richtung und. Oder machen wir es anders drum? Da bin ich mir absolut noch nicht sicher, wie ich das jetzt hier gestalten soll. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einiges von dem Zeug. So, jetzt machen wir erstmal nochmal so ein neues Ding hier: Hochöfle. Ach, machen wir gleich zwei. Oder machen wir gleich drei. Dann, das braucht man nicht. Dann brauchen wir noch. Oder warte mal. Bevor ich jetzt was verkehrt mache, machen wir mal lieber so. Nee, Quatsch, ich brauche ja gar keine Induktionsöfen momentan. Naja, gut. Die behalten wir mal hier. Das war natürlich jetzt wieder vorschnell gebaut. Ich brauche doch die anderen da, die Induktionsdinger. 1, 2. Machen wir mal 3. Also da haben wir gesagt, machen wir noch eine von der hier hin. Programm das gleiche wie es an, bloß ist jetzt wieder mal falsch. So. Robby für alle. Kopieren. Zack, Bums. Und zack, Bums. Und hier zack. Und zack, zack, zack. Wir fließen weiter. Programm kopiert. So. Gut, dann können wir eigentlich direkt im Anschluss weiterbauen. Und können immer so Inseln machen. Das können wir immer so abführen, dann zusammenführen irgendwo. Wir können theoretisch auch mit dem anderen hier nach oben abfahren hier. Da war ja Platz. Das machen wir so, weil dann können wir die Schmelze nämlich hier nach oben abführen. Das geht auch ohne Probleme. Tunnel. Und einmal hier. So, habe ich schon solche Schmelzgießerei-Dinger? Nee, habe ich nicht. Dann können wir nämlich eigentlich auch in die Richtung bauen. Das ist überhaupt nicht das Problem. So, einmal. Zweimal. Können wir noch solche Dinger bauen? Einer noch. Und dann gehen uns Sachen aus. Was geht denn aus? Stahlplatten. Ja, okay. Einmal
da, dann brauchen wir das Ström. Ja, guter Strom, ne? Wir machen das einfach mal. Ich weiß, das sind dann wieder viel zu eng gesetzt, aber ja. Es sieht so schöner aus fürs Auge, würde ich sagen. Da haben wir einen kleinen Formfehler begangen. Warte mal, das geht eins hier raus, okay. Dann können wir das eine hier auch eins rein, rauslaufen lassen hier. So. Das können wir uns erlauben. So, zuck. Dann Programm nicht kopieren, sondern neues Programm Messing. Also eigentlich, wie gesagt, müsste da Molten Messing stehen. Wenn wir hier stehen, aber das sieht man auch hier, da kriegt man weniger raus. Moment mal. Jetzt bin ich aber ganz komisch hier drauf. Moment, da ist irgendwie ein Fehler in dem Ganzen. Rezeptbüchle. Molten Brass. Freigeschaltet durch Advanced Brass Smelting 2. Ach so. Wir können erst das normale Programm machen hier, das eine, weil wir das noch nicht haben, aber wir können das später aufstocken auf das hier, okay. Das erklärt eigentlich alles hier. Was? Aktivieren Sie die experimentellen Funktionen nochmal? Das ist ja was, warum, für was denn? Also gut, dann machen wir das erstmal ohne Zinn. Auch gut. Drum, ich habe schon gedacht, ich habe hier einen Fehler hier im Programm drin. Dann eben Brass, Kupfer und Zinkbahn. Man sieht fast keinen Unterschied. Das ist wieder farbliche Nuancen, ganz blöd. Für leicht grün-rot-Schwäche habende Leute ist es wieder ein bisschen blöd. Und ich habe das ganz, 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 ganz leicht. So, ich schließe es trotzdem schon mal komplett an, wie ich es eigentlich komplett auch mache. So. Genau, streckt eure Arme aus. So. Zink. Warte mal. Zinnplatten. Nickel. Ah! Verflixt. Ich hab ja das gar nicht. Oh! Ich hab ja noch gar kein Zink. Das ist das Problem. Zink! Zinn. Zink. Nicht Zinn, sondern. Moment, jetzt muss ich es nochmal ganz genau angucken. Genau, hier brauchen wir Nickel. Und hier brauchen wir Zink. Das ist das Problem. Ja. Gut, dann brauchen wir da gar nicht lange rummachen. Dann machen wir das natürlich wieder weg. Wir bauen das anders. Wir machen das, wie macht man das? Ja gut, wir lassen das hier rüberlaufen. So, und machen hier eine. Ne, machen wir nicht. Wir machen da gleich eine komplette Leitung hin. So. Programmänderung. Zack, bums. Ja, war mein Fehler. Gut. Gießereianlagen. Die zwei bauen wir da unten dazu. Da bauen wir dann wieder Strom. Warte mal. Die eine können wir da dran kuscheln, die andere dahin. Dann können wir hier wieder einen Strommast dazwischen fetzen hier. Ja, das wäre doch so toll gewesen. Da lassen wir das Laufband auch in die Richtung hier gehen.
Und da brauchen wir noch so ein Lagerhaus, wenn es geht. Ne, meep, meep. Haben kein Material mehr, dann machen wir hier mal noch fertig. Machen wir zwei Arme wieder hin. Das hat wieder den Grund, weil ich den konfigurieren möchte. Mit Versatz. Mit Verlaub, mit Versatz. So. Dann hat es seine Richtigkeit. Man hätte dann eigentlich jetzt auch so ein Bandding, aber das geht dann beim Ehrenverbringen wieder ganz schlecht auf. So, also gut, dann haben wir jetzt unsere Bronze. Nicht Messing. Das müssen wir ja vereinzelt, weil Messing brauchen wir Zink. Zink, Zink, Zink. Da stinkt. So. Mit gezinkten Karten, ne? So, ich weiß nicht, ob wir da noch neue Hochöfen brauchen. Ja, komm, wir bauen jetzt erstmal ein Lagerhaus, weil sonst sehen wir es eh nie. Ja, und wie gesagt, es tut mir so schrecklich leid, aber wir müssen leider nochmal hier an die Holzproduktion ran. Weil da haben wir ein Problemchen. Selber hier bei dem hier sehen wir es auch, dass da nur ein Band voll ist und das andere nicht. Und wir sind ja schon noch lange nicht auf der höchsten Kapazitätsstufe, wo wir machen könnten, weil noch nicht alle Fabriken gebaut sind. Und die sind noch nicht gelb zum Beispiel. Ja, ihr seht es einfach hier, ne? Ja, wir brauchen Holz ohne Ende. Wer hätte es gedacht? Ich jedenfalls nicht. So, da können wir auf dem Weg nach da oben gleich mal Greifer noch mitnehmen hier. Die 6 kannst du bitte gern behalten, die brauche ich nicht. Dann brauchen wir hier Ziegelsteinchen und hier müssen wir natürlich auch da aufpassen, da ist bald voll. Naja, wobei, es geht noch. Aber ja, immer wieder mal einen Blick reinwerfen. So, also die haben überhaupt keine Munition verbraten hier in der Zeit hier. Die Aliens haben also sowas von zurückgedrängt, dass wir die Munition immer brauchen werden. So. Ach, ich habe immer noch die ganzen Wissenschaftspakete. Ach ja, ich habe die Pyramide nicht wieder aufgebaut. Ja, ja, stimmt. Da war ja noch was. Gut, gut, gut. Ich habe es gemerkt. So. So, jetzt kann ich natürlich... Ja, ich habe keine Ziegelsteine, genau. Ja, das waren ein paar viele. Das kommt doch, wenn man Strick drückt. Einmal. Was sind das, Hochöfen? Zur Not noch ein dritter Hochöfen. So, wie schaut es hier oben aus? Okay. Hm. So, wo ist jetzt diese... Ja, hier. Ich habe noch Erzsortierungsanlagen. Warum habe ich die noch? Das ist die nächste Frage. Hm. Und wo baue ich das Ding jetzt am geschicktesten hin? Ich glaube, wir gehen hier noch ein bisschen weiter raus. Weil keiner weiß, wie weit ich da noch rausgehe. So. Wo ist es denn jetzt? Plapp. Naja, das machen wir da ganz gewöhnlich mit Robotern her. Die machen wir so, dass wir volle Stärke haben. Dann machen wir nämlich hier und da einen Strom. So, genau, lade das Ganze mal ein, wenn es geht. Okay, die anderen, die brauchen gar nichts unternehmen, weil ja, die können es einfach nicht dazwischen friemeln, oder wie sehe ich das? Warte mal, ah nee, Quatsch, da ist ja noch gar kein Programm eingestellt. Das war jetzt bescheuert. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe da aus Versehen die ganzen Kabel abgemacht. So.
Schon sind sie wieder da. Sonst hätte ich jetzt ein Kupferkabel gebraucht. Wenn ich mit Steuerung rechtsklick, macht man glaube ich Strommasten die Kabel weg. So, ja, da jetzt geht's rund hier. Okay, auf jeden Fall haben wir genug. Wir brauchen noch mehr von den Teilen. Brauchen wir halt mal noch zwei, auf jeden Fall. Das eine kann ja wieder zum anderen hinkuscheln. Das andere eins weiter. Strom. Dann Robby. Nee, halt. Robby, 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 Robby. Und du brauchst noch hier Soße. So. Soßenbinder. Dann, kopieren. Warte. Ne, da kopieren. Einfügen, einfügen. Kopieren, einfügen, einfügen. So. Da können wir wohl möglich noch mehr bauen, weil ja eigentlich kommen die ganz gut zurecht hier. Unsere kleine Messingproduktion. Ja, und wo baue ich jetzt die vermaledeite Forschungshütte hin? Da muss ich erstmal gucken, wo ist denn mein Forschungsband überhaupt abgeblieben jetzt endgültig? Ah ja, hier. Das verläuft jetzt hier im Sande. Die ganz weit nach da unten ziehen, die Forschung vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. So, komm. Ja, da müssen wir doch ein bisschen mehr Brücken hier. So, das Kupfer will ich nicht haben, also hier rein mit. So. Ups, falsch. Gut, jetzt machen wir wieder das Übliche hier. Erstes Labor. Zweites Labor. Drittes. Viertes, fünftes, sechstes. Siebtes, achtes, neuntes, zehntes. Elftes, zwölftes, dreizehntes, vierzehntes, fünfzehntes Labor. So, Ström wollt ihr natürlich auch wieder haben. Das bekommt ihr natürlich. Tja. Rechts, links. Ist ein bisschen was fürs Auge, ne? Wobei mir das besser gefallen hat, wie ich das dazwischen reingebaut habe, aber. So. Und dann. Hier und. Da. Das Problem ist einfach, dass nicht überall Standstrom ist. Komm, dann machen wir es einfach so. Eine Verkabelung. Naja, gut, die müssen wir mal neu verkabeln, dann sieht es besser aus. So.
Wir machen hier mal ein bisschen Licht, deswegen habe ich so viel Strommasten gesetzt, damit ich hier ein bisschen Licht machen kann. So, dann kriegst du hier noch und dann braucht ihr sowieso noch Generalstrom. Beziehungsweise ihr kriegt, dass man hier Zeug reingepulvert. Bevor die sich da wieder am Band großzügig bedienen. Die Arme brauchen wir ja auch noch. Hätte ich jetzt fast vergessen, aber nur fast. So, naja, also was habe ich heute am Anfang der Folge gesagt? Ich möchte die Folge kürzer machen. Was mir jetzt wieder ganz hervorragend gelungen ist. Es ist doch wieder eine Dreiviertelstunde geworden, auf jeden Fall. Ja, jetzt weil ich hier noch die Forschung unbedingt wieder hinbauen wollte. So. Das machen wir so. Nicht hübsch, aber zweckmäßig. All die Forschung gibt es auch wieder und wir können das blaue Fläschle bauen, glaube ich. Oder wie war das? Wo kann man denn die Forschungsflaschen produzieren? Wo geht denn das? Verdammt nochmal. Ah ja, hier. Batterien, genau. Bronzeplatten. Das ist das Stichwort. Da können wir nämlich die Batterien jetzt auch ein bisschen verbraten, die wir schon haben. Aber ja, naja, die Forschung wird dann irgendwann eh wieder anhalten. Wir haben ja hier nicht eine Geschwindigkeit hier gesetzt, ne? Wir sind schon bei 80% bei dieser Evolution. Wow. Muss ich immer wieder staunen. Gut. Die Forschung haben wir. Mit dem Zink, das dauert noch ein bisschen, da muss ich mal gucken, aus welchem Prozess da Zink noch rauskommt. Dann müssen wir da eventuell umbauen, vielleicht mit Chunks dann von irgendwas, dass da dann Zink abgeworfen wird noch hier. Weil das ist ja bei dem Erz, da gibt es so viele Sortierdinger dann. Ja, gut Leute, also unsere Bronzeproduktion steht soweit. Ich guck mal nach. Ja, die haben jetzt hier nicht immer was zu tun. Wir können eigentlich noch ein paar oder noch zwei von den Dingern hinstellen. Und die Hochöfen, die habe ich mal aufgehoben, falls ich da doch mehr bauen muss. Aber es schaut so aus, als dass wir damit mehr brauchen, ja. Also die eine kann wieder kuscheln, die andere eins weiter weg. Dann machen wir hier den Ström rein. Dann brauchen wir hier, Quatsch, kein Strommast, Blödsinn, sondern Auslage, 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 Auslage. Kopieren. So. Und dann braucht ihr noch die Soße hier. So. Es wird auch noch nicht reichen, aber ja. Oder? Mal gucken. Ja, okay. Das ist eigentlich ganz gut jetzt im Moment. Und wir haben da genug Bronzeplatten hier auf Lager dann. Der ist schon auf 5,1k da ja gestiegen. Okay. Naja, es dauert noch eine Weile, bis es voll ist. Gut, Leute, dann will ich euch nicht weiter quälen hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte nämlich ganz sehr viel Spaß hier, das zu bauen hier. Um jetzt endlich mal fertig zu sein und es rauszufinden, wie es läuft hier. So, hier können wir noch ein Rohr abkappen, sonst haben wir hier wieder eins zu suchen, wo du wieder wild wirst. Ja, leider wurde das nichts mit Messing. Also Messing ist halt auch was anderes. Das ist eine Zinklegierung hier. Kupferzinklegierung mit Zinn dabei. Ja, hätte ich auch mal denken können von der Stahlnormierung her und so weiter. Ja, aber wer denkt denn so lange, ob das auch hier originalgetreu ist? Ja, Leute, also dann bis zum nächsten Mal. Euer guter alter Legolas. Ciao.